Hallo NES-Freunde, ich zocke alle NES-Games einmal an und heute bin ich angelangt bei Airwolf von Arkalim. Muss ja gut sein. Oder auch nicht. So, schauen wir mal, was erwartet mich hier? Missionsbeschreibung, Mission 1. 3 Leben habe ich. Okay, er mag mich nicht um Hilfe bitten, aber er muss. Reichen die Landkarte. Keine Ahnung. Das ist alles, was du wissen musst. Und go. Okay. Aha, jetzt habe ich die Leute. Sehr gut. Da. Nach links fliegen. Vielleicht nach links fliegen. Okay, fliege halt nach rechts. Zu diesen Auftanke-Dings da fliegen. Warum fliege ich jetzt nicht mehr weiter? Warum komme ich jetzt nicht mehr vom Schwerter? Das verstehe ich nicht. Ich check's nicht. Bin tot. Okay. Ich habe die Leute gerettet und dann sind nicht mehr weitergeflogen irgendwie. Nein, ich habe die Leute nicht gerettet. Ich wahrscheinlich auch wohin bringen müssen. Kein Schimmel. Warum kann ich das nicht überspringen? Ich möchte das nicht. Lesen. Mich nicht. Komm an, lass mich weiterspielen. Ich hasse es, dich drum zu bitten, aber ja, come on, geht schon, so, ja, diesmal schon, gleiches Level wieder, Weg zum X, hol die Leute ab, geht schon. Ich flieg wieder zu den Leuten. Sehr gut. Hat sie gerettet. Und jetzt geht die Steuerung nicht mehr. Jetzt kann ich. Oh ja, geht wieder. Ja. Ja. Habe ich die jetzt abgesetzt? Bitte sagen wir, dass es das war. Nein, das war es nicht. Tot. Ein Leben habe ich nur. Warum fliege ich nicht mehr? Ich komme jetzt nicht mehr vom Stand weg. A, B gleichzeitig drücken bringt nichts. Weiter runter. So vielleicht. Bringt nichts. Bringt nichts. Null Erklärung. Warum kann ich am Anfang weiterfliegen und dann später bleibt er stehen irgendwie? Ich habe wieder niemanden gerettet. Naja. Bin nicht sehr begeistert. Also. Naja, ich habe mir nicht viel erwartet. Also. So, Lizenztitel haben wir den Ruf, dass sie schlecht sind. Und es wäre jetzt nicht so schlecht, wenn ich verstehen würde, wie ich da vorwärts fliege. Aber hey, come on, das ist der NES. Das sind A, B-Button und Steuerkreuz. Also muss ich vielleicht ein Slackgas geben? Okay, das kann ich noch versuchen. Ein bisschen seltsamer.
Sehr gut. Irgendwie hat es nicht geklappt, das mit den Leuten retten, oder? Fliegt er nach links? Warum fliegt er nicht nach links? Ich drücke und drücke nach links. Er fliegt nicht nach links. Jetzt dreht er wieder. Hä? Vielleicht. Ist nicht. Start bringt nichts. Direkt. Hätte ich nur auf Start drücken? Warum? Ja, wie ich, wenn ich die. Muss ich das steuern, diese Videosequenz? Muss ich da auch steuern, wenn diese Videosequenz kommt irgendwie? Ich dachte, das ist einfach Videosequenz, also Animationssequenz und Endegelände. Okay, das probiere ich noch. Sehr verwirrend. Das noch Spaß macht irgendwann. Ja, die Musik macht Spaß. Jetzt landen. Wie lande ich? Gar nicht. Ja, ich schieße jetzt ab, was geht, aber... Warum ich jetzt dann wieder nicht mehr vom Fleck komme? Jetzt nach unten fliegen, um nach vorne zu kommen. Start drücken. Weißt du, ich stehe am Stand hier. Flieg vorwärts! Er fliegt nicht vorwärts. Aber der Tank wird weniger. Ah, Start ist Gas geben. Okay. Ja. Warum? Okay, ich muss diese Sequenz steuern. Ah, jetzt war ich da eh schon so langsam. Mano. Okay, ich weiß, wie ich Gas gebe, ich weiß, wie ich lenke. Jetzt könnte es mal was werden auch, oder? Nach 10 Minuten. Naja, ich sehe schon, ich wäre kein großer Fan von dem Spiel. Vor allem, warum kann ich das nicht überspringen, diese Mission-Bewertung? Das interessiert mich nicht, ich will mich zocken. Die meisten Spielentwickler checken das ja eh, dass die Leute zocken wollen. Sie wollen nicht lange warten, verloren und gleich wieder rein und nochmal probieren. Nicht stundenlange Gesäusel, das kann mir beim ersten Mal zeigen, diese ganzen Sequenzen und bla bla. Nicht jedes Mal, bitte. Oh, ich habe diesen Tower da zerstört. Ja, richtig gut.
Nein, nein. Ja, ja, ich bin gelandet. Verdammt, ziemlich gut. So, und jetzt fliege ich darüber. Und ich. Natürlich übel, dass man da nicht mehr auf Pause drücken kann. Yeah. Hab ich's geschafft, bitte? Ich weiß nicht, was ich sonst tun muss, oder jetzt. Ich hab's nicht geschafft. Okay, ich hab keine Ahnung, was ich tun muss. Ich dachte, das war's jetzt. Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass es das war. Ah, ich muss nur dieses Feld verlassen. Okay. Wird null kommuniziert, einfach nichts. Jetzt kommt diese tolle Missionsbewertung. Okay, ich habe das Spiel wenigstens gecheckt. Naja, ist ja schon mal was. Ja klar, die hatten zu wenig Buttons und Gas und Bremsen mussten sie dann mit Starten Select machen, aber ist halt super unpraktisch, wenn man nicht auf Pause drücken kann in einem Game. Oder gab es da jetzt noch eine extra Tastenkombination, die ich jetzt halt nicht weiß? Das ist natürlich möglich. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare raushauen. Fragt mal, wie gefällt euch das Spiel? Vielleicht seid ihr ein großer Fan der Serie und euch taugt das Spiel deswegen. Abgeschossen, verdammt! Hübsche Frau mit schwarzen Haaren. Das sage ich euch einfach mal so. Die haben wir jetzt gerettet. Okay, und jetzt verlassen wir einfach diese Welt und das war's schon wieder. Bis. Okay, was man gecheckt hat. Ja, okay, was man gecheckt hat, ist schon ganz nett. Bin ja leicht zu beeindrucken. Komm mal, eins geht noch, jetzt wo ich es verstehe. Ein Leben habe ich noch, das wird verbraucht. Okay, jetzt muss ich schon dreimal retten. Das Landen nicht so schwer wäre. Beim Anfang einfach gar nicht gecheckt, dass man hier landen muss. Boah, was geht da? Wow! So, eingeladen. Tschüss, weiter geht's. Gas geben. Da wird gestorben, Leute. Da wird gestorben. Hoffentlich schaffe ich das noch dabei. Ah, das sind sehr viele Gegner. Ein bisschen nach geradeaus. Und gib Gas. Jawohl. Schaffst es. Und hochziehen. Hochziehen. Ah. Wow. Das nenne ich mal eine Belohnung. Hübsche Frau bedankt sich. Gefällt mir. Aber was ist mit den hübschen Männern, die sich bedanken? Da ärgern sich dann die NES-Spielerinnen. Great work! Gut, habe ich überlebt, hätte ich nicht gedacht. Geht noch was. Missionsbeurteilung kann gar nicht überspringen. Wieso glaubt irgendjemand, dass das so relevant ist, dass man das sich stundenlang durchlesen will? Will man nicht. Nein.
Okay. Los geht's. Mal schauen, ob ich, wie lange ich jetzt noch lebe. Okay, da. Boah, das ist. Hochziehen, hochziehen, hochziehen und landen. So, da. Alles platt machen, da was da ist. Bis mit Ü. Draufhalten, gescheit. Und wieder gescheit landen. Und. Einsteigen bitte. Ah. Nette Dame bedankt sich wieder. Wiedersehen. Gern geschehen. Und tschüss. Und da wird wieder gestorben da auf Gegnerseite. Bam! Nochmal eins geschafft. Bin ja ein richtiger Airwolf-Profi geworden. Und dann das nur in 15 Minuten. Ja, also eigentlich. Jetzt, wo es läuft, ist ganz witzig. Wahrscheinlich haben schon alle abgedreht bis jetzt, dass ich gedacht habe, der checkt es ja überhaupt nicht. Aber ich habe es doch noch gecheckt. Ich habe es doch noch gecheckt. Jetzt muss ich schon dreimal retten. Okay, es ist nicht zeitlang lustig, aber ich kann mir vorstellen, dass es relativ schnell langweilig wird. Ui, das ist ein starker Gegner. Wow. So, da. Next. Was? Wow. Immer schön langsam. Immer schön langsam. Warte, du langsam. Und tschüss, einmal noch. Ah, vielleicht schaffe ich das noch. Ah. Wo ist mein Radar? Ich sehe nichts. Stücke. Komm an, komm an, komm an. Jo, nochmal gerettet. Ich bin Retter vom Beruf. Ich habe Angst, dass ich noch sterbe, bevor ich das Ziel erreiche. Raus hier. Juhu. Sache Missionsbewertung. Lese, lese, lese. Come on, ich möchte das nächste Level spielen. Eins geht noch. Eins geht noch. Ich werde sicher bald sterben, das gibt's nicht. Mission 6 schon. Mission 6, man glaubt es nicht. Und das mit neuen Leben. Dreimal abfangen. Darf ich das ohne tanken? Wir werden sehen. Ich glaube, tanken wird relativ bald ein Problem dann im späteren Spielverlauf. Ja, auch beim Landen besser, also. Meine Landungen rocken schon ordentlich mittlerweile. Oh Mann. Ah. Ja, eigentlich wollte ich euch erzählen von den NES-Games am Switch, die es eigentlich für die Switch gibt. Aber das erzähle ich euch ein anderes Mal. Weil ich bin gerade gestorben. Und das war's für mich mit Airwolf. Wenn man mal die Steuerung verstanden hat, ist es eigentlich ganz fein. Kann man durchaus mal anzocken. Vor allem, wenn man Fan der Serie ist, wenn man Airwolf damals mochte, ist es vielleicht noch mal ein bisschen witziger. Aber so generell, ja, die haben sich Mühe gegeben, muss man schon sagen. Den Lizenztitel kann man lassen. Gut, Leute, ich sag danke fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr noch mehr NES-Games sehen wollt, dann geht auf Abonnieren und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann einmal Daumen hoch, dann weise ich euch
Dann weiß ich auch, dass es euch gefallen hat. Nicht, dass ich es noch rausbekomme. Gut, ciao, Leute.